Hey Herr, willkommen zurück zu Vampire the Masquerade Bloodlines. Wir haben vom Prinzen die Aufgabe bekommen, nach hier diesem Primogen der Markarien zu suchen. Und der Menschen ist groß und leicht überfüllt mit sehr merkwürdigen Menschen. Menschen? Fragezeichen. Aber viele von denen haben wir jetzt hier schon umgenietet und ich bin gespannt, wie das hier weitergeht. Also finden wir es heraus. Wir haben da unten das geöffnet gehabt. Also. Okay, Gott sei Dank. So, das klingt ja alles weniger. Es blitzt, aber. Oha. Oh boy. So, wirklich wichtig nochmal hervorzuheben. Aggravator Damage. Your ability to shrug off damage from claws, fangs, fire and electricity. Aggravated damage is deadly serious. Vampire can defend against claws and fangs, but their defense feet and butt are helpless against fire and electricity. Okay, das hat einen von denen ausgeschaltet, beziehungsweise zwei. Wenn wir nach links und nach rechts gehen, so, wir wollen ganz kurz erstmal hier hingehen. Frenzy Check Modifier. Okay, dann arbeiten wir die halt einfach so nach und nach ab und gucken, ob es das bringt. Okay, welcher fehlt jetzt? Der hier? Open Close. Okay. Müssen jetzt vielleicht alle aus. Okay, ich akzeptiere es. Damit haben wir am Eingang vermutlich was geöffnet. Inner Sanctum. Okay. Damit sind wir wieder am Anfang. Erstmal so ein bisschen durchsehen. Und zwar vermutlich die Tür. Sollen wir mal trotzdem hier jetzt sicherheitshalber nochmal ein Safe? Ja, eine Ladesequenz mit dabei gewesen. Okay, wir haben mal wieder ein paar von den lustigen Angebot. Okay, wir haben wieder einen von den Idioten. Oh boy. Da wirkt sich der eine da so überhaupt nicht. Okay, dann lassen wir hier schon mal anfangen, die auszuschalten. Dass, falls wir hier in den Kampf übergehen müssen, dass wir wenigstens so ein bisschen die Anzahl reduziert haben. Ah, shit. Okay, alles klar. Sehr interessant zu beobachten. Die haben zwar alle reagiert. Aber noch keiner agiert. So, dann lass uns doch mal rausfinden, was passiert. Jetzt einfach darüber gehe. Gucken Sie in der Zwischenzeit hier einfach ein bisschen weiter um. Genießen Sie ein bisschen die Musik. Hier sind Sachen abgesperrt. Wir haben irgendwas aufgesammelt, ohne zu wissen, was es ist. Das finde ich nur bei Munition in Ordnung und selbst bei Munition gehen Sie normalerweise eigentlich hin und sagen, hey, du hast Munition aufgesammelt. So, hier geht's auch schon wieder munter runter. Okay, auch hier wartet uns irgendjemand. Ganz kurz noch nicht. Heißt also, ich werde vermutlich mal ganz kurz wieder verhauen dürfen. Von da sind wir gekommen. Okay, hören wir uns das noch schnell an. As I expand my dealings with the vampire government,
I have encountered a disturbing new symptom of this affliction. Frequently, in conversation, I will hear voices emanating from other vampires, voices that are not their own, but which seem to have insight into their lives beyond what I could gather from simple conversation. These voices seem to echo from deep within my fellow vampires, and I cannot be certain if this symptom belongs to my strain of the illness or theirs, for the voices are various and inconsistent. I dare not mention this symptom to my vampiric peers, for they have proven themselves true predators to whom I could be loath to reveal any symptoms. Indeed, these voices have counseled me against confessing their presence, and until I can confirm their source, I will be certain. The information the voices have given me ranges from curious to... The latter case is especially true of one powerful vampire whose name I shall not commit to recording in the interests of self-preservation. Echt unangenehm, wie viel die hier aushalten. Da war gefühlt mehr als in den letzten Malen. So, und das habe ich jetzt gemacht für... Okay, das wird es vermutlich das wert gewesen sein. Okay, aber auf jeden Fall haben wir jetzt hier zum ersten Mal mitbekommen, dass er tatsächlich auch Markavian ist. Denn bisher klang er relativ normal. Und bei den Markavians hieß es ja wirklich, dass die Stimmen hören können. Zum Teil ein bisschen durchgeknallt sind. Und vielleicht kann man... Oh, nice. Auch hier das sagen, dass es der Fall wäre. Aber jetzt kriegen wir so zum ersten Mal die wirkliche Bestätigung. So, dann lass uns mal da runter gehen. Ich sollte vermutlich warten, bis ich so ein bisschen HP wiederhergestellt habe, bevor ich mich da wirklich reinbegebe. Das soll es erstmal tun. Oh, an dir komme ich wohl nicht vorbei, ey. Wenn ich versuch's. Oh boy, wir haben also jetzt hier scheinbar... Ah, shit. Der eine wurde doch volle Kanne weggeäumelt. Das Schöne ist, dadurch, dass das Messer hier gedroppt worden ist, war mir auch klar, dass die andere Person es nicht überleben konnte. Oh, great. Epileptische Anfälle, Achtung. Okay, zum Glück nicht jeder Raum. Okay, irgendwelche Pillen. Oh, hi. Normalerweise, du hast drauf reagiert, die andere nicht. So, bevor wir hier gleich weiter... Jawohl. Wie, du hast mich mitbekommen. Kannst du mal jemandem anders erzählen? Okay. So, bevor wir da jetzt gleich weitermachen, lass uns hier die offensichtliche Tür noch schnell angucken. Knockpicking. Level 5, okay. Da war jemand nett und macht einem das noch nicht zu schwer. Munition. Sure. Lass uns vielleicht auch nochmal ganz kurz gucken. Die ganzen Waffen nachgeladen sind. 6 von 6. Und die Waffe hat noch nicht viel Munition. Ah, nicht so tragisch. Gut, die hatten wir angeguckt gehabt. Den Flicker Room hatten wir gesehen gehabt. War das hier dein Spaß? Und das... Oha, whoopsie. Ich komme von dem nicht weg. Er hat eine magische Anziehungskraft. No, kein Versuch für dich, bitte. Gerade den kompletten Schaden zu vermeiden, ist natürlich ideal. Okay. Ah,
Ah, ich hätte vielleicht geduckt sein müssen, um da auch wirklich was machen zu können. Oh, well. Au! Frechdachs. Oh boy, wir haben jetzt also hier wirklich die unterste Stelle erreicht. Can't see shit, Captain. Im Endeffekt sind das alles hier Ratten. Das ist was in der, das ist Blut, ne? Ja. Okay, ich soll mich da also hochhangeln, so wie es scheint. Freaky. So, bevor wir hier Freaky weitermachen, machen wir mal ein Freaky Quicksave. No, da haben wir mal einen von denen. Okay, der hat sogar Haar. Und gute Nacht. Hier haben wir eine weitere Zelle oder ähnliches. Ja, ist natürlich sehr interessant zu sehen, dass das hier alles so ein bisschen abbarrikadiert ist, umgebaut worden ist. Also der Kollege hat hier schon einiges in fragwürdigen Sachen gemacht. The voices have increased in frequency and direction of late. They have begun to stay with me long after conversation has ceased and are serving as quite a distraction. I fear others are beginning to notice my preoccupation at the vampire gatherings. I am thinking again of the particular vampire of whom I spoke previously, who I dare not name for my growing fear. If the voices are to be believed, then my caution is warranted, for they speak of his blackest crimes, both past and future. More than once, I have seen the suspicion in his eyes and heard the distrust in his voice when speaking with me. The fear must register on my face, as it is all I can do in these moments to keep from crying out in chorus with the voices. Ja. Er scheint auch so ein bisschen zu leiden. I am no longer safe. I know it. The voices have proven themselves authentic, and I have withdrawn from the vampire society entirely. My absence will no doubt draw attention, but I could no longer hold my fragile composure around the ravenous eyes of my vampire peers, especially not around him. The voices compelled me to make what I fear is a Faustian bargain, but I had to, for their demands are constant and merciless. I have secluded myself within the mansion. I know he will strike out at me. He will go to any length to achieve his ambitions, and he knows that I know. I have taken precautions to protect my beloved wife. Her cure will have to wait until our immediate safety is guaranteed. The mansion was constructed with security in mind, but at that time I was not privy to the full range of vampire capabilities. The voices echo in the twisted corridors of my psyche, dark whisperings of a macabre and formless menace, the approach of which portends an end to all of this. Okay, na, ist er dann jetzt komplett durchgedreht? Passend für die Markavian, wo ich mich frage, hätte er komplett alleine gelebt, ohne die anderen Vampire oder ähnliches zu treffen, ob er jemals diese Probleme gehabt hätte. Okay, now it's getting creepy. Brain. Toy. I don't know. A rose. Pictures. Time. Yeah, super creepy. What the? Du hast also eine Tür, die sich nur öffnen lässt, wenn Waifu sich drehen lässt dabei? Allgemein, du hast eine Funktion dafür?
festgekettet. Hat sich jemand kräftig um ihn gekümmert. Was interessant ist, denn Steak hieß es eigentlich nicht. Okay. Ich gehe davon aus, das soll jetzt Explosion plus Feuer sein, ey. Yep. Great. Sicher, dass es... Ich meine, das wird vermutlich eher sein. Interessant ist, hier ist eigentlich, dass gerade Steaks in Paralysieren. Aber vielleicht reicht es, dass ich überhaupt nicht befreien kann. I'm not Grout, you already killed him. Grout's dead, who the hell are you? You already killed him. Grout is dead? Pity it could not be by my hand. No matter. Soon your self-made kings and false prophets and all who bear the mark of the beast will be washed from the earth for the coming of the Lord. Ah, du bist doch nicht der Deutsche, oder? Who the hell are you? Now you're starting to piss me off. Who the hell are you? As you burn. What? Tell them it was Grünfeld Bach who sent your damned soul to that lake of fire. All agents of Satan shall return to whence they came. Let this righteous display serve as a promise to all who serve the Archfiend Lacroix. I'm coming for you, Lacroix. By the power of the Lord, I will cleanse your black soul. Jawohl. Ja, whatever. Schöner Cape, Neo. Okay. Der Kollege da unten. Ich mach mal hier ein Quick Save. Und ich guck mal, ob ich hier irgendwie einfach runterspringe. Du hast nichts Besseres zu tun, als während du in Flammen bist, mich anzugreifen. Du bist auch ein Dreckskind. Okay, also man sieht, hier sind Sachen zu. Ich war es nicht clever, hier runterzuspringen. Who knows? Oh, come on. Jetzt kämpfe ich hier auch noch gegen allerhand extra Idioten. Finde ich jetzt weniger lustig. Jetzt hier natürlich den richtigen Weg zu finden. I see. Oh, und scheinbar jedes Mal, wenn ich auch noch den falschen Weg einschlage, werde ich dafür nochmal extra belohnt. Super. Ganz großes Kino. So, jetzt muss ich eigentlich schon überlegen, wieder zu warten oder zumindest... Würde ein Blatt hier es tun? Keine Ahnung, ich habe Blatt hier bisher noch nicht ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich zugeben. Gefühlt mache ich immer was, aber es passiert dabei nichts. Sind das neue Türen für mich? Und zumindest neue Idioten, die hier im Brand... Ja, great. Cool. So, dann starten wir das erneut. Stellen uns jetzt aber hier meines Erachtens so ein bisschen cleverer an. Fehlt so ein bisschen die rechte Maustaste, um nochmal genauer zielen zu können. Wie, das hat verfehlt. Why are you kidding? What? Was ist das für der Shotgun? Und das ist ja wirklich Videogame-Shotgun. Oh. Den hat es dabei aber umgenietet. Wie, der hat ganz normal mit mir gesprochen. Hey, hold it! Okay, ich denke, es ist aber die richtige Entscheidung, die jetzt hier einfach so auszuschalten. Bisher hat sich der Schaden dadurch in Grenzen gehalten. Oh cool, schön, dass das so überhaupt keinen Schaden ihm gemacht hat. Was ist das denn bitte für eine Shotgun? Hi, hey, hold it. Die Teleportationsfähigkeiten in dem Spiel. Die auf einmal ganz normal sprechen können, ist sehr merkwürdig. Well. Ach, das war ich. Okay.
mal ganz schnell die Shotgun weggelegt gehabt. Ja, your view to charge remains of Alistair Grout. He should probably inform the prince about his demise. Hey Prince, du bist tot. Aber natürlich, wir nehmen uns Feuerzeit. Evening there. Something burning? Ooh, smells like someone burnt the burgers. I don't smell anything. I've got an appointment with LaCroix. Sure, I'll open her up for you. Jeez, I could go for one of them double-spaced burgers with the onions and the cheese and some bacon and a guacamole. Oof. Ja, Burger im Grunde liegt nie falsch. So, ihr beiden Nasen. Oh, du stehst auch hier mal bereit für mich. The Primogens still haven't been contacted by Grout. I thought I made it clear that you were not supposed to come back until we had heard from him. First of all, Grout no longer exists. If the Primogen wants to hear from Grout, tell them to hold a seance. Grout's dead? What? Yeah, and this guy Bach sent his house on fire and nearly killed me. Second, I almost died in this crazy... in the fire this crazy priest Bach set. Who's Bach? He tried to burn me up and he really hates you. Bach? Every time I think he's lost the scent. So, Bach killed Grout to draw me out. Seems like Grout was already dead when he arrived. Bach is a hunter. They stalk and kill our kind to appease their god. But like many mortals, their so-called faith is nothing but a conduit through which they quench their killing urge. Who else would have killed Grout? On the way in, I saw Nines Rodriguez leaving the mansion, So, Nines could have done it. He was there, too. Machen wir mal 3, obwohl Einsatzbeschreibung mir besser gefallen würde, wenn er sagt, on the way in, I saw, he could have done it, too. Okay, machen wir trotzdem 3. Look at me. Are you sure it was Nines Rodriguez? Because if it was, the consequences... Do you know where this might lead? Do you really have any idea? I'm positive it was Nines. Mains means war with the Anax, is that right? Why don't you tell me? Captain Dramatic. Want me to go find and kill him? No, I'm not sure it was Nines either. Something was weird. Stimmt. It means... Under most circumstances, I would call a blood hunt on the murderer immediately. However, the anarchs of this city may interpret such an action to be a declaration of war. I do not want to war with them. This decision will take some time. I need to confer with the Primogen on this. In the meantime, I've come to a decision on the Ankaran sarcophagus, and I believe that for the safety of the inhabitants of this city, we need to place the sarcophagus under Camarilla protection. Until its contents can be confirmed. You're becoming quite indispensable to me. So, out of all my available personnel, I'm going to entrust the retrieval of the sarcophagus to you. It was quietly delivered to the Museum of Natural History a few hours ago. We'll go at once, but I just got to wait up. The manifest from the Dane shows there was a small box from the same dig on board, but it was listed as missing. Keep an eye open for it. It may have been overlooked. It's crucial we get the sarcophagus in our possession within the next few hours. The sarcophagus is good as here. All these hours have left me a little short on cash. I don't even know why I went to see Grout. I'm through running your errands. Weißt du was? Ich weiß nicht, wie clever es ist, aber ich mach trotzdem mal die 2. Yes, of course. Here. I can't have one of my representatives running around ill-equipped for their task. Hell yeah, boy. Now that I'm paid, I'm leaving. No. So what do we know? Do now. Here are the keys to the front door of the museum. The sarcophagus should be in an examination room of some sort. There's a small security staff on site, but I don't want a massacre. Mortals are just as easy to deceive as they are to kill. Sure. Keep the keys, I'm going in topside, but I had a few questions. Now I'm ready to go, but not through the front doors, no keys. No keys needed, I'll find another way. I have a few things I have to do to prep for this. I'll be right back. Warum würde ich dies grundlegend ablegen wollen? Gib mir trotzdem die Schlüssel. I'm ready, but I'm not through the jam. There is a degree of immediacy attached to this task. Work
fast. And, as on the Dane, you are not to open the Ankaran sarcophagus for any reason. Excuse me. Okay. Alles klar. Hansen, seine Arme sind lächerlich kurz für die Länge seines Körpers. Oh, warte. Ich gehe mal davon aus, dass in dem Spiel nicht wirklich ein Zeitlimit existiert. Das heißt, ich würde ganz gerne als erstes doch mal The Last Round besuchen gehen. Denn mit einfach Neins zu reden und sagen, hey, warst du tatsächlich dort, klingt nach einer relativ cleveren Entscheidung. Aber das ist die falsche Richtung. Das Schöne ist, unser HP geht's gut, unserem Blutmeter-Balken geht's gut. Brauche ich also auch niemanden hier anknabbern. Wunderbar. Ja, das Geld selber, wenn wir ganz ehrlich sind. Haben wir überhaupt irgendwie in diesem Bereich eine Möglichkeit, Sachen zu kaufen? Weil wir müssen theoretisch nach Santa Monica gehen, um dann entweder mit dem einen oder mit dem anderen irgendwie handeln zu können. Aber hier, glaube ich, ist so rein gar nichts. Immer wieder. Hi. Hey, I heard that. You heard fucking what? Be back later. You measly fuck. You got a lot of nerve showing up here, Lick. What did I do? You fingered Nines. Said he killed a goddamn primogen. I just saw him there, at least I think I did. I'm willing to believe you were a patsy in all this. But I'll be watching you here. Oh god, where did Nines go? Don't expect to see him until this bullshit is resolved. Okay. Hey, Jack. Listen, kid. You did what you had to do. Just a messenger, right? Skelter didn't take it so lightly. Don't worry about Skelter. He's like all these big barking puffs nowadays. They don't bite unless they get cornered. Where's Nine Snow? I hear Nine's got word. I'd wager he's gonna be laying low for a while. Why? The Anarchs will stand up for him, right? Yeah, sure, but there's packs of youngsters out there who'd love to make a name by bringing in the head of Nines Rodriguez. What can I do to help? You're just eager to please, ain't you? I could give a goddamn kid, but I'm sure the boys here would appreciate it if you kept the business as usual. You hear me? I can do that. Okay, also da wurde wirklich schnell reagiert. Und wir haben nicht mal die Chance, mit ihm zu reden. Um herauszufinden, ob er da wirklich war. Dann würde ich mal sagen, doof. Ja, ich weiß jetzt nicht so richtig, was wir sonst noch so machen sollen. Ich glaube bei... Ups, das ist ja gar nicht hier. Aber bei dem einen Kollegen da vorbeigucken, habe ich nicht das Gefühl, jetzt bräuchten wir das nochmal. Hier bei dem Kollegen. Und dementsprechend... Prince of the Bishop, you taking the sarcophagus from the museum. Ja, jemand muss mir mal erklären, wo das gottverdammte Museum denn sich befindet. Die 12. Was ist die 12 nochmal gewesen? Mal ganz kurz gucken. Hi, Buckel. Ein Taschentuch. Das ist einfach nur auch wieder so ein Parkhaus-Ding. War da überhaupt ansatzweise mal was damit passiert? Mit dem nämlich noch nicht. Mit dem anderen könnte man immerhin argumentieren bei der 11, dass das... Oh, man sieht, da ist auch dieser leichte Weg da rein. Das muss nicht unbedingt dazugehören. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal wieder auf die Suche nach dem Taxi und finden heraus, ob uns das Taxi da einfach hinfährt. Ich hoffe auch mal, dass ich mich nicht weiter vorbereiten muss. Könnte maximal nochmal zu Hause nachgucken, ob irgendwas mit Heather los ist. Aber irgendwie glaube ich auch nicht, dass mir das irgendwie weiterhilft. Eigentlich nur Zeitverschwendung. Ah, Spiel. Dann würde ich sagen, machen wir hier schnell wieder meinen Quick Save. Where to?
Just drive. Museum. Wozu bin ich hier? Hi. Das ist ziemlich groß hier. Damned funny. You scared the crap out of the cleaning crew. Now would you put the damned raptor back in its exhibit? Oh, and don't leave your keys lying around or Marshall will fire your ass. Okay, lass mal... Ups, das war schon richtig. So, also mit ein bisschen Glück können wir vielleicht irgendjemanden verscheißern. Und er denkt, wir gehören hier irgendwie dazu, aber so einfach wird es vermutlich noch nicht sein, dass wir hier einfach irgendwo uns reinarbeiten. Und dann eine Verkleidung oder ähnliches geschenkt bekommen. Hier hinten ist verdammt viel ein extra Zeug. Okay, hier ist zu. Das heißt, das kommt mit der Zukunft noch. Mhm. Gut. Also es soll nicht ganz zugehen. Office Key. Da sage ich doch nicht nein zu. So, hier will ich jetzt eigentlich erstmal noch kein Quick Save machen. Oder vielleicht geht das schon in Ordnung. Jetzt munter weiter. Also entweder machen wir irgendwann den Loop-De-Loop. Oder wir treffen auch auf jemanden hier, den wir... Okay. Dann sind wir einmal... Hier läuft definitiv jemand entlang. Okay. Machen wir hier trotzdem einfach mal schon mal den Save. Wir machen jetzt noch einmal hier die Runde. Denn ich will nur mal gucken, was für eine Tür das ist. Er würde so seinen Hinterbereich da bauen. So bringt uns das jetzt hier schon was. No, das ist nicht die gleiche Tür. Oh boy. Nochmal. Wenn wir Pech haben, wenn wir hier... Ja, noch nicht. Okay. Oh, never mind. Ich meine, ich will den nicht umbringen. Fuck, der öffnet sofort das Feuer? Why? Aber wir sehen davon, dass er blind ist, wie kein zweiter. So, welche Tür habe ich mich hier? Das ist die Tür, okay. Haben wir hier wirklich keine bessere Möglichkeit, vor allem, dass er das einfach so mitbekommen hat. Also, die Tür öffnen muss selber so laut sein. Das mitbekommen, dass ich die Tür aufgemacht habe. Das ist natürlich schon brutalst. Okay, da jetzt munter nach oben. Lustige Ausstellungssachen. Da kommt bereits ein weiterer. Wowie. Das würde es hier sehr unangenehm machen, wenn man nicht der beste Charakter in Stealth ist. Und das Übel ist, ich sehe den anderen Kollegen nicht mal von hier halbwegs gescheit oder ähnliches. Ich hoffe, ich kann hier hoch, ohne dass mich gleich jemand wieder mitbekommt. Mit ein bisschen Glück ist man hier halbwegs sicher oder kann so ein bisschen die Rotation... Okay, da ist einer. Da ist einer. Und da unten sind auch wieder welche. Shoot. Hm.
Ich hoffe einfach mal, dass keiner von denen irgendwie das Interesse auf einmal verfolgt, hier Sachen abzuwechseln. Dass ich einfach versuche, vielleicht das da und da drüben, glaube ich, einfach da irgendwie nach unten dann zu gelangen. Ich bin auch so frei, werde jetzt erstmal keine weiteren Punkte in irgendwas investieren. Wunderbar. Mhm. Lustige Ausstellungssachen. So, jetzt sind wir hier ein weiter unten. Why not? Oh, die Tür ist nicht mal echt. Great. So, da läuft einer. Weißt du, ich mache hier aber mal ein kleines bisschen schneller. Toiletten, ey. Hey, stop right there. Cool. Natürlich leicht unangenehm, hier an jeder kleinsten Ecke jemanden finden zu können. Und jemand hier drin, der mir... No, hier kommt mir noch keiner doof. E-Mail. Ja, jetzt sind wir da gut genug. I love Gabe. Mhm, sure. Reminder. Just a reminder, Dr. Anders Johansson, also known as the sarcophagus guy, will be barking at the museum for the next few days. Show him the professional courtesy we show all our guests. Fetish. That statue on Darrow's workstation is creeping me out. I was walking late the other night and that's why I thought I saw it move. This isn't another gag, is it? If it is, I don't think it's funny. 3. Math has detected a virus in the attachment of this message. The virus has been quarantined and a notice sent out. And thanks. Those keys you found, they are Larry's. I'll tell him you left them in the lost and found. Nicht lustig, dass es die Möglichkeit gibt zu löschen. Jemand muss mir erzählen, warum. Sales. Mhm. Griff, okay. View. Tja, Zwickers are unavailable at the time. Danke. Cool. Excellent. Warum auch immer du das dann... Ich habe eine Kamera. Ich hoffe einfach mal ganz kurz... Ha. Okay, die Tür wird nicht so einfach geöffnet. Ich habe eine Kamera. Es klingt so, als wären hier ein paar mehr Leute, als mir am Anfang recht war. Ich meine, wir haben unten ein Safe, wir haben hier nicht ernsthaft was gelernt. Oh shit, jetzt sind da zwei von denen. Mindestens. Ist das der eine, der vom Klo gekommen ist? Da sind jetzt auf einmal drei und einer kommt ganz gepflegt mit der Pistole auf einen zugelaufen. Shit. Wenn hier irgendwo eine Kamera ist, vielleicht hat er mich damit gesehen und kommt jetzt. Da kommt er mit gezogener Waffe an die Rand. Okay, damit hat mich also jemand gesehen. Wie zum Kuckuck hat mich hier jemand gesehen? Ich höre die Kamera, ich sehe sie aber nicht. Und das finde ich ehrlich gesagt weniger lustig. So, ich höre die Leute, ich sehe aber niemanden. Das ist eine massive Tür. Office Key.
Das ist keine richtige Tür. Es fällt, dass man von überall die Schritte hier hören kann. Ein paar Zeitungsausschnitte. Und what? Es sah von hier aus, als wäre da was. Ich dachte, das sollte hier sein. Also entweder das gerade aufgesammelt, während ich das noch nicht ganz wusste, oder es ist hier hinter versteckt. Ja. Jetzt munter weiter nach unten. Also wenn hier unten jetzt noch weitere Idioten auf einen warten, dann ist es schon eine durchaus... Ah shit, eine Kamera. Das war der Kollege, ey. Du hast mich doch jetzt nicht gerade gesehen gehabt, weil ich für die Sekunde daran vorbeigelatscht bin. Mein lieber Herr. What? Holy shit. Okay, ich will mir mal ganz kurz hier so ein kleines bisschen umgucken. Holy moly. Das ist schon leicht übel. Vor allem, dass die auch sofort schussfreudig sind. Okay, also die sind clever genug. Der hat keine Waffe in der Hand. Okay. Aber sind die dumm genug und hauen einfach ab. Yet I did. Ja, also ich weiß nicht, wie wir das hier machen sollen. Weil hier sind so viele Leute. Und der eine bewegt sich interessanterweise überhaupt nicht weg. Deswegen überlege ich jetzt natürlich, was sollen wir machen? Denn irgendwo ist eine Kamera, eine unsichtbare Kamera, die einen von denen schon auf uns aufmerksam gemacht hat. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass wir dürfen nicht in diese Lost and Found uns begeben. Oder in die Nähe von Lost and Found. Aber selbst wenn ich sage, ich gehe jetzt hier nach unten, ich muss hier dann irgendwie gucken, dass ich die Kameras deaktiviere. Aber wie man gesehen hat, die Kamera ist genau auf diesen Gang fokussiert. Was bedeutet, ich kann da nicht mal rein. Okidoki, dann probieren wir das erneut. Und diesmal werden wir nicht versuchen, da reinzulaufen. Nicht da reinzulaufen. Die Tür sieht fake aus. Ja, hier sind überall Dinosaurier. Das ist genau der gleiche Spaß. Auf der anderen Seite. Hier ist nichts. Die Kollegen sind zum Glück nicht so clever. Oder können einen so einfach mitkriegen. Ich meine, das riecht jetzt schon danach, als soll ich nach unten gehen, aber wie schaffe ich es? Läuft einer schräg. Warum läuft da jetzt auf einmal wieder einer schräg? Was ist die Aufgabe von dem einen Kollegen, der da schräg läuft? Wechseln die sich ab? Geht der jetzt auf Klo? No. Der geht nach oben, also einer von denen scheint noch immer nach unten zu gehen einmal. Hier ist einfach nur Licht hier. Dann lass uns noch mal hier reingehen. Da ist grundlegend einer auf Klo. Aha, das könnte vielleicht noch mal helfen. Sicherheitshalber. Nicht, dass da auf einmal einer hinterher kommt. Mein Glückwunsch. Genau die eine.
Zelle kann man beim Streuen beobachten. Okay, damit kann ich da runter. Where is this? I don't know. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir hier nochmal einen Quick Save. Oh, damit komme ich hier raus. Never mind. Dann muss ich aber zugeben, dass mir die Logik hier noch nicht ganz gegeben ist. Wie zum Kuckuck schaffe ich es da hinzukommen? In den Lost and Found Bereich. Und hier dachte ich, wären wir einen weiter unten. Also mal hier ein bisschen nochmal weiter umgucken. Oh. Damit hat sich der verabschiedet. Ja, was mir so ein bisschen fehlt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das machen halt gerade so ein bisschen die neueren Spiele natürlich besser. Ist gerade sowas wie Non-Lethal Takedowns oder ähnliches. Wow, Spiel. Okay. Natürlich sehr schön, dass der Serverraum gleichzeitig auch halt Möglichkeiten einem bietet, sich Kaffee zu machen. Ah, das wird vermutlich dann bedeuten, wir sind komplett woanders als vielleicht erwartet. Okay, wir haben ihm einen Schlüssel geklaut. Das hat er wohl vermutlich mitbekommen. Das Türen öffnen selber? Maybe? Ach so, das ist dann im Endeffekt der... No, man! No, man! All cool! No one's here. Goodbye. Puh. So kann ich jetzt hier wieder hoch. God, I hate this. Ich kann mich nicht mal aufstehen. Deswegen, weil das fiese ist, zum Beispiel, wenn man das Empire Apartment, Hotel, wie auch immer verlässt. Ah, okay. Gut. Ich kann es nicht mal wieder zumachen. Oh, whatever. So, der hat uns aber nicht wirklich gesehen gehabt. Okay. Ah, boy. Wenn man hier wenigstens die Möglichkeit hätte, irgendwie die Kameras kaputt zu machen oder ähnliches, dann wäre das immerhin mal etwas. Okay, jetzt haben wir damit nochmal einen weiteren Schlüssel bekommen. Toll. Safe? So, jetzt ist der eine vom Strullen weggegangen. Das ist nicht leicht unangenehm, denn jetzt weiß ich nicht, wo der hin ist. Okay, ich höre wieder meine Kamera. Jetzt kommt natürlich da noch ein weiterer. Wenn ich Pech habe, ploppt jetzt hier einer von hinten raus oder einer geht eine Route, mit der ich nicht unbedingt rechne. Okay, der dürfte mich nicht sehen können. Der einzige, der ein Problem wäre, wenn da einer rausfloppt. Auch ganz bewusst erstmal nicht bewegen, denn unser Status-Wert ist schlichtweg nicht gut genug dafür, um irgendwelche Schritte zu tun. So, jetzt sollen wir da reingehen, richtig? Wo ist eigentlich der eine Hand so hin? I don't know. Hm. Okay, damit haben wir das jetzt hier einfacher öffnen können. Safe. So, jetzt will ich nochmal hier gucken. Denn da sieht man, da leuchtet was. What is this? Wieder mal pillen einfach nur? Einfach nur pillen. Cool.
Weil ich gehe davon aus, dass man halt hier runter soll. Das sieht schon merkwürdig aus, weil da unten was wie ein Fleck ist. Okay, jetzt kommt hier die große Herausforderung. Wie zum Kuckuck komme ich hier durch, ohne dass mich jeder mitbekommt? Na, das wird so ein Krampf. Der hat es doch definitiv gesehen. Aus dem Augenwinkel hat er mich doch definitiv gerade gesehen. Oh shit. Wie zum Kuckuck macht man das? Ohne dass ein... Oh, der eine ist da rausgegangen. Oh great. Und der eine läuft natürlich genau die grüne Linie entlang. Das ist ganz schön anstrengend. Ich gehe mal davon aus, dass der Typ wirklich erst rauskommt. Sobald man da in der Nähe ist. Mal so absichtlich die Möglichkeit zu geben. Oder auch nicht. Ah, goddammit. Ja, also ich denke, hier werden wir vermutlich beim nächsten Mal noch weitermachen dürfen. Warum hat er sich jetzt zum Beispiel nicht da wegbewegt? Denn wenn er sich natürlich da jetzt nicht anfängt wegzubewegen, muss ich halt mit der Befürchtung leben, dass... Ach, das sind überall Kameras. Ich vermute, ich muss es irgendwie schaffen, da reinzulatschen und die Kameras zu deaktivieren. Aber er bewegt sich ja diesmal nicht zu dem... Bereich draußen. Weil ich rechne jetzt damit, dass gleich der eine Kollege hier vorbeikommt. Weil der bei Weitem mehr Zeit hier beansprucht hat. Ja, shit. Come on, move it. Okay. Kameras 1. Yes, schön. Disable. Cameras 2. Disable. Nice. Home. Quit. So, I don't know, ob ich hier speichern sollte. Die ist aus, okay. Der hinten ist aus, okay. Ja, also hier logischerweise jeder Schritt könnte ein falscher sein. In jeder Sekunde könnte man hier... Okay, die sind alle deaktiviert. Ja, shit. Okay, mit ein bisschen Glück kann ich mich irgendwo hier hinter verstecken. Und eine gewisse Sicherheit. Museum Workroom Key. Okay. Huha. Vor allem hier wieder rauszukommen, das will ich gar nicht wissen, wie das funktioniert. Weil, klar, einfach rückwärts laufen in der Hinsicht, den Weg zurück. So, mir wäre jetzt ganz lieb, wenn hier irgendeiner vorbeikommt, sei es von links, sei es von rechts. Einfach nur zu wissen, wo hier die Wachen sich gerade befinden. Ich höre Leute, ich sehe aber niemanden. Meine
Vielleicht safe? Anyone? Come out and... vielleicht nicht play. Du siehst mich nicht. Come on, dude. Move it. Bitte auch kein... Oh, ich gucke hier mal zufällig rein. Hü. Bitte. Okay. Machen wir mal hier nochmal einen weiteren Save. Aber hier sollte ich vielleicht mal die andere Third Person bleiben. So, die Kameras wurden glücklicherweise auch nicht einfach wieder eingeschalten. Oh, da ist ein Rechner. Ich wollte mich schon sagen, habe ich da nie noch was anderes gesehen? E-Mail. Ach, kann damit, ja. Let's go. I hate my job. Genau. Johansson, for your information, I'll be showing Dr. Johansson around personally. I think you would prefer not to be pestered by the junior staff. Of course, if you have questions, I will try to ask him for you. Fetish. Relax, Pam. I had him move the statue into another office. Oh, and I told me to say hi. 3. And keeping with good security practices, we have changed the code 2358. Whoop. Cool. Das schmeißt einen raus. Effective immediately, I encourage all of you to change your email passwords as well if you haven't done so in the last 3 months. 2358. Let's go. Glück gehabt. Ja, also das ist scheinbar einer der mit wichtigsten Punkte gleich von Anfang an. Shit, hier ist natürlich jemand. Neue Kameras? The fuck? Das ist mehr als neue Kameras. Das ist eine Jump-Einlage. Ist das Spiel dafür gemacht? Nope. What? How? Okay, whatever. Oh mein, ich kann da nicht mal durch. Ich will mich einfach mal umgucken. Gibt es hier irgendwas? Hier brauchen wir vor allem weiterhin. What? What? Why? Oh, der hat die. Wow, du hast deine Dings verloren gehabt. Wie viel Schuss kannst du bitte noch überleben? Vor allem, warum geht die Tür nicht mal auf? What? Okay, also merkwürdig ist es definitiv. Ich soll hier durch, aber ich finde es doof, wenn einem so ein bisschen gesagt wird, hey, du sollst niemanden umbringen und jetzt muss ich scheinbar jemanden umbringen? Hm? Also damit bin ich definitiv noch nicht zufrieden. Vor allem, weil selbst wenn ich versucht habe, hier rüber zu sprengen, das nicht wirklich funktioniert hat. Was also bedeutet, wir werden beim nächsten Mal nochmal gucken, ob es hier nicht doch nochmal einen Alternativweg gibt und auch eine Möglichkeit, an den Schlüssel zu kommen, ohne da tatsächlich den umnieten zu müssen. Meine, vielleicht wenn man das hier irgendwie durchschafft, vielleicht würde man dann erstmal mit ihm sprechen und er würde dann überrascht sein, oh, hier kommt doch keiner durch die Laser oder ähnliches. Und dann ähnliches, aber missfällt mir. Na gut, kommen wir hier heute zum Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich und bis dann.